Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und fangen wir direkt an und natürlich spoilerfrei mit dem weltweiten Kinostart von Avengers Endgame, denn dieser schickt sich an, allein am Startwochenende diverse Rekorde aufzustellen. Während der Streifen in Deutschland am ersten Tag in den Kinos allein 458.000 Zuschauer anlockte, aber hierzulande mit diesem Wert nur auf Platz 3 hinter Star Wars 7 und 8 landet, spielt er in China allein am Preview-Tag 26,8 Millionen Dollar ein. Der stärkste Vergleichswert von einem nicht-chinesischen Film im Reich der Mitte kommt von Fast and Furious 8 mit 9,1 Millionen Dollar, was einen krassen Unterschied bedeutet. Auch in den USA liegen die Prognosen für das Startwochenende allein bei 250 Millionen bis 268 Millionen Dollar, was bedeuten würde, dass er überhaupt erst einer der bisher nur 6 Filme wäre, die in den ersten 3 Tagen die Grenze von 200 Millionen Dollar knackt. Sollte Endgame mehr als 258 Millionen einspielen am Wochenende, dann wäre es sogar der erfolgreichste US-Kinostart der Filmgeschichte und schlägt damit den direkten Vorgänger Infinity War. Da Avengers Endgame nicht wie bei Infinity War dieses Mal direkt mit dem chinesischen Markt zusammenstartet, gibt es weltweit sogar Prognosen von insgesamt 800 Millionen Dollar Boxoffice am Startwochenende und es bleibt abzuwarten, ob Avengers Endgame es schafft, in der ewigen Bestenliste die Rekorde von Titanic oder sogar Avatar auf Platz 2 und 1 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten anzugreifen. Im Rahmen einer Pressemitteilung gab es gestern besonders für Bond-Fans Neuigkeiten aus Jamaika. Denn an diesem Sonntag sollen dort die Dreharbeiten zum 25. Bond-Film beginnen und man stellte offiziell den Cast und die Ausgangslage vom nächsten Abenteuer vor. Einen offiziellen Titel verriet man aber leider noch nicht. Für viele dürfte die wichtigste Info sein, dass das oft kursierende Gerücht, dass Bohemian Rhapsody-Star Rami Malek Daniel Craigs Widersacher wird, nun bestätigt ist und er sich somit in die Riege der Bond-Bösewichte einreiht. Gedreht werden soll unter anderem in Italien, England, Norwegen und Jamaika. An letzterem Ort steigt die Handlung mit einem 007 ein, der aber nicht mehr im aktiven Dienst ist und das Leben genießt. Doch diese Ruhe wird gebrochen, als sein alter Freund Felix Leiter von der CIA Bond die Mission überträgt, einen Wissenschaftler zu retten. Dabei gelangt er auf die Fährte eines Bösewichts, der im Besitz neuer, gefährlicher Technologie ist. Soweit, so gut. Inszeniert wird Bond 25 von Cary Joji Fukunaga und soll am 3. April 2020 in den Kinos starten. Aktuell gerät jeder Montag zu einem Spießrutenlauf durch das Internet, denn gefühlt die halbe Welt wartet auf jede neue Folge der finalen 8. Staffel von Game of Thrones. Und wer sie nicht schnell genug schauen kann, muss das Internet oft meiden, um Spoilern aus dem Weg zu gehen. Aber da inzwischen Freitag ist, können wir ja kurz eine Szene anschneiden, mit der anscheinend so einige Fans ihre Probleme hatten. Gegen Ende der aktuellen 2. Folge mit dem Titel Ein Ritter der 7 Königslande stehen viele unserer liebgewonnenen Figuren dem Angesicht des Todes gegenüber und sind treuen Glaubens, dass es ihre letzte Nacht als zumindest nicht Untoter wird. Und so ist es ein Grundbedürfnis, das Arya Stark im wahrsten Sinne des Wortes befriedigt haben will. Sie will wissen, wie es ist, Sex zu haben und wird es auch herausfinden. Für so manchen Zuschauer scheint das aber zu viel gewesen zu sein, vor allem weil wir Arya im Laufe der Staffeln von einem jungen Mädchen an haben mit aufwachsen sehen. Hauptdarstellerin Maisie Williams nahm dazu aber auch offiziell Stellung und witzelte aber auch via Twitter, dass jeder, der sich mit dieser Szene unwohl fühle, bedenken solle, dass sie auch ganz sicher ihre Mutter, ihr Stiefvater, ihre beiden Schwestern und 4 Brüder gesehen haben. Sind wir mal ehrlich, Keanu Reeves ist einer der coolsten Typen, die es überhaupt gibt und hängt sich in seine Arbeit immer hundertprozentig rein. Und mit der Figur des John Wick hat er dem Action-Genre einen Bärendienst erwiesen. Am 23. Mai startet der 3. Teil in den deutschen Kinos und so könnte man meinen, dass diese Figur mit 3 Filmen genug Abenteuer erlebt hat, aber das ist weit gefehlt. Auf direkte Nachfrage an Reeves seitens GQ, ob er noch weiter John Wick verkörpern wolle, antwortete er nur, so weit meine Beine mich tragen und solange das Publikum es will, Dedication at its finest. Und hier weitere Kurzfilm-News im Überblick. Horrorfilm-Fans freuen sich ganz sicher schon auf S2, dessen erster Trailer ja auch demnächst mal erscheinen müsste. Regisseur Andy Muschietti teilte nun ein erstes Bild von James McAvoy als erwachsenen Bill.
In Tokio wurde bereits Pokémon Meisterdetektiv Pikachu aufgeführt und die ersten Stimmen zum Film sind hervorragend. Der Film sei eine pure Freude und wird teilweise als die beste Videospieleverfilmung aller Zeiten bezeichnet. Da das Genre ja sonst einen recht schweren Stand hat, wäre es richtig geil, wenn der Film weltweit so positiv einschlägt. Und schließen wir diese Folge Filmnews mit den neuen Bildern von König der Löwen, die via Entertainment Weekly veröffentlicht wurden. Oh Mann, ich kann es kaum abwarten, die Realversion von Jon Favreau zu sehen. Ganz ehrlich, wann immer ich einen der Trailer im Kino sehe, muss ich irgendwie fast anfangen zu heulen. Aber so ist es, stehe ich zu. Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen.